dem ML, wenn wir einmal nach Bochum fahren, weil wir haben Probleme. Wir verlieren Öl. Ihr seht das ganz hinten. Da. Und da müssen wir mal schauen, was Sache ist, weil ich muss sowieso damit nach Bochum. Und da nehme ich euch heute mit. Heute für den Livestream mit Sonne. Deswegen habe ich ein bisschen Holz geschnitten. Zahnschmerzen Deluxe. Glaubt es nicht. Ganzen Tag gar nicht geschlafen. Oh mein Gott, ich hasse Zahnschmerzen. Wie ihr seht, ich habe die ganzen Kabel erstmal hier dran gemacht. Motorsteuergerät. Dann haben wir einmal, das nennt sich einmal der X61. Das ist der Sicherungskasten, wo der Hauptrelais und so weiter ist. Und habe das Ganze dann natürlich einmal provisorisch angeschlossen. So, dass wir, auch gepasst, hier, ihr hört es, das Ding läuft schon mal. Bitte nicht so nachmachen, weil das Ganze wird noch verlegt. Anlasser ist drin, Anlasser dreht auch, funktioniert auch, meine ich. Ich muss ja die Reifen jetzt abbauen nach Bochum, ja, weil mein Kompressor kaputt gegangen ist. Ja, aber egal, wozu hat man meinen Bruder und ACG Bochum, ACG Witten, ACG Bochum. Wir müssen uns da gegenseitig helfen. So, und da drüben schaue ich noch ein Auto nach. Dann habe ich nur 3 Achsvermessungen, die noch warten, aber die müssen wir später machen, wenn wir zurückkommen. Ansonsten schaffe ich das nicht. Und heute Abend haben wir noch einen Livestream, so nebenbei. Ne? Und ich habe Zahnschmerzen, so nebenbei. Das Auto da hinten wartet noch, verliert Wasser, aber ich habe das schon ungefähr gesehen. Dann muss ich Wasserpumpe neu erneuern. Ob ich heute schaffe oder morgen früh, mal schauen, wie die Lage ist. Weil morgen habe ich eigentlich auch ein paar Sachen zu tun. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Wer das mitgekriegt hat, mein geliebter Audi S3 1.8T, aufgebaut auf 2,1 Liter, GTX-Lader, ist von uns gegangen. Motorschaden. Wir waren hier auf dem Flugplatz, wollten ein bisschen Spaß haben, haben gesagt, wir zeigen euch mal abgesperrte Strecke und ja, was passiert? Motorschaden. Aber egal, das gehört leider dazu, da können wir auch nichts machen. Ich baue die Reifen ganz schnell ab, dann nehmen wir die Reifen mit und dann fahren wir nach Bochum mit dem ML. Da können wir ja mal mit Ahmed haben anschauen, ist ja mein Mentor. Was 4 Augen mehr sehen als 2 Augen. So, bis gleich. Ich bin jetzt bei Reifen Kessler. Ich muss auch Reifen abholen, so nebenbei. Aber wenn ich immer hier bin, dann besuche ich immer meinen Kollegen. Das ist der liebe Daniel, mit dem habe ich auch meine Meisterschule gemacht damals. Und bei uns ist das immer so Tradition. Wir holen uns immer was zu trinken. Und immer, also der raucht nichts, deswegen. Und wenn er mich besuchen kommt, bringt er mir immer Schachtel Zigaretten und Red Bull oder so. Das ist der liebe Daniel. Ja, der Yunus, der kommt mich auch ab und zu mal besuchen, mein lieber Freund, schon seit 10 Jahren. Hab ich aber erzählt. Freunde. Und ja, ich freue mich immer wieder, wenn er da ist. Wir beide besuchen uns auch immer wieder, bringen uns auch immer wieder mal was mit. Das ist immer so, das ist Tradition. Boah, da rauchst du immer noch? Ich weiß es nicht. Zigaretten, Red Bull. Ja, und guck mal, das ist der Klassiker das ist, bei uns. Das hat, du bist der Einzige, der das hat, ne? So nebenbei. Ey, keiner hat das. T-Shirt hast du mitgebracht. Ey, wie geil ist das denn? Das sieht mega aus. Ja, wenn du mal trainierst. Bruder, das sieht echt übertrieben geil aus. Danke. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Hier muss ich einmal nochmal Petra und Peter danken, die mir das gemacht haben. Das sieht echt Design. Bombe aus, wirklich. Ja. Anders kann man das nicht sagen. Sonst, mein Lieber? Gut, Daniel. Ein bisschen heute Zahnschmerzen. Ja. Aber sonst geht's mir gut. Yunus und ich, wir sind schon seit der Meisterschule zusammen unterwegs und haben dann auch gemeinsam den Weg gefunden. Seine Werkstatt ist bei uns hier in der Nähe. Ja. Und ja, haben schon relativ schnell Anschluss zusammengefunden. Ja, genau. Und seitdem besucht man und hilft sich, wo man nur kann, versucht einem irgendwo ein bisschen auszuhelfen. Ja, und dadurch hat sich natürlich auch eine Freundschaft entwickelt, ja, die bis heute hält. Halt, ne? Was mich auch sehr glücklich macht. Auf jeden Fall. Top-Typ ist der Yunus. Du bist der Top-Typ. Nein, ich immer mit ihm ein gutes Verhältnis hatte und immer freundschaftlich. Das heißt freundschaftlich, brüderlich. Brüderlich, ja, das brüderlich. Stimmt allerdings. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht, wirklich brüderlich. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, Top-Typ, immer für mich da gewesen, wenn ich ihn gebraucht habe. Der Daniel ist natürlich ein bisschen bescheiden hier. Ist ja klar. Ich bin bescheiden. Der ist bescheiden, also glaub mir, wenn ich ihm meinen kleinen Finger gebe, reicht er mir nicht seine Hand, seinen ganzen Körper. Sondern ist Daniel echt ein sehr, sehr bescheidener Typ. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist schon immer so gewesen. So, wenn ihr Reifen Kessler seid, könnt ihr ruhig nach Daniel gehen. Der ist kranker Meister, echt. Ja, der Yunus auch. Das ist schon immer Buddies hier gewesen. Definitiv, oder?
Wir trinken jetzt erstmal Käffchen zusammen, so wie wir es immer gemacht haben, rauchen gleich noch eine Zigarette und so, dann geht das Arbeitsleben für uns beide erstmal weiter. Ne? Leider. Leider, ja. Macht's gut. Bochum angekommen, hier ist full Hütte hier. So, was machst du hier? Hast du schon fertig? Mhm. Gib mal her. Einmal kontrollieren hier. Sehr schön. Sehr schön. Ich muss ja die Reifen machen lassen, weil mein Kompressor ja kaputt ist. Trinke Kaffee dabei. Schmeckt gut. Wir werden einmal schauen, warum mein ML Öl verliert. Julius! Ja, Fanny. Bester Mann. Ach, hier ist alles voll hier. Ivo, hast du sehr schön gemacht. Sehr schön eingebaut, alles richtig. So, aber hier will ich dir einen Tipp geben. Ich würde die Schraube hier holen, rausholen, weil du kannst das wieso nicht richtig sauber machen. Mhm. Und wenn du hier festmachst, steht er hier ganz minimal ab. Okay. Darum würde ich den lieber auch rausholen, wenn nicht eine zweite Schraube hast. Dann lass nur die Felge dann halt festmachen. Du siehst das hier, ist minimal oben. Und da musst du immer aufpassen, dann kann er schnell krumm werden. Seabob ist auch am Start. Yes, komm, sofort rüber. Bitte einmal da mal kontrollieren. Radmutter, Radschrauben und so weiter. Ja, Bremsen habe ich schon kontrolliert, also super eingebaut. Dann nochmal Öl noch mal kontrollieren, nach vorne und raus, dann kannst du den Mercedes hier drauf fahren, okay? Welchen, da drauf? Ja. Dich da drauf? Ja, da drauf. Ich hab den doch schon hinten. Oder da drauf, dann machst du ihn da drauf, verdammt doch mal. Na, ihr wisst ja Bescheid, einmal brr, zweimal brr, mehr nicht. Was musst du machen? Einmal? Was denn brr? Und zweimal. Okay, zeig mal das mal mit dem Schlachi. Okay, einmal Brille. Nein. Immer über Kreuz. Hab ich schon. Egal, mach nochmal, ist nicht schlimm. Okay, zweimal Brille. Drei. Und jetzt nochmal ganz kurz Brille. Okay, super. Siehst du, so lernt man doch. Jetzt fahren wir natürlich eine Probe und fahren die Bremsen einmal ein. Wenn ihr Bremsen habt, vor allem Bremsen, die lackiert sind, dann habt ihr am Anfang immer solche Geräusche, genau, oder quietschen oder es qualmt sogar. Das heißt, vorsichtig einfahren, ein paar Kilometer, mal schauen, ob der Ibo auch alles richtig gemacht hat. So, die Bremsen hat er auf jeden Fall gut gemacht, aber hier haben wir auf jeden Fall ein paar Probleme, wie zum Beispiel Radlager oder Reifen, ich weiß es nicht, und es macht Geräusche, ich glaube Zahnriemen. Oder was anderes. Oder Kette. Ich weiß nicht. Oder eine Spannrolle. Hört ihr das? Und die Reifengeräusche. Ne? Oder, ja, da würde ich schon sagen, Radlager. Also schon krass. Achtet mal, hört mal, wie laut das ist. Also ab wieder in die Werkstatt und das kontrollieren wir wieder mal ganz kurz. Weil so können wir den Kunden definitiv nicht rausschicken. Aber der verliert unheimlich viel Öl. Da gucken wir gleich. Unser ML. Ist doch gut, dann rostet er nicht mal unten drunter. Der rostet da nicht runter. Ja, ich weiß. Korrosionsschutz. Ja. Was ist los? Ich hab eine Wette schon. Was für eine Wette? Ich ja. Gib dir drei Versuche. Was machst du? Drei Versuche hast du, den so zu schmeißen, dass er so wieder landet. Okay. Wenn du schaffst, dann ein Döner für dich. Ich soll einen Döner geben? Ja, für mich. Warum? Ja. Hallo? Warum soll ich das machen? Kam, egal, dann nichts. Aber versuch. Also gar nichts. Wenn ich nicht schaffe, egal. Okay, komm, wenn ich es schaffe, nein, dann mich ein Döner. Komm mal. So, einfach so. Dann will ich aber auch einen Döner, wenn du nicht schaffst. Ja, okay, hatte. Okay. Wie denn jetzt? Einfach. Einfach so schmeißen, dass er wieder so darauf landet. Wieso einfach? Hier. Ist doch. Ich hab dreimal geschafft. Hab ich jetzt gerade. Nein, dann muss ich drehen einmal. Ach so. Okay, dreimal. Okay. Ventilwechsellichtung, ja, auf das ist Seite. Ja Krankheit, ja, das weiß ich ja. Dann, oh ja, Simmering vom Motor, hier. Simmering, ja, okay. Hier auf der Ventildeckel auch leicht. Ja, den haben wir sowieso beide gemacht. So, das meiste ist aber hier vorne.
Hier, das ganze Tropfen und so weiter. Das geht nach oben, da würde ich dir diese Ölfiltergehäuse. Ja, guck mal, der probiert ja unten, sehe ich doch den gerade. Den abmachen und komplett alle Dichtungen erneuern. Ja, ja, der wird hier so einmal komplett das zerlegt. Kommt von da oben runter. Mhm. Da, guck mal hier. Guck mal hier. Hier. Guck mal, Lenkgetriebe ist am Arsch. Lenkgetriebe, ne? Na, hier. Siehst du den Tropfen? Ja. Nee, guck mal, hier noch schlimmer. Hier, ja. Hier vorne. Und hier auch, Lenkgetriebe muss neu. Ja, muss neu. Simmering, Getriebeseite, ja. Einmal rechte Seite, Ventildeckel, linke Seite würde ich lassen und Ölfiltergehäuse komplett ab. Boah, hier haben wir aber reichlich Platz, du, ne? Aha. Ach du Heilige, wie viel Platz haben wir denn hier? Komm mir aber dumme Gedanken hier. Ja, wie gesagt, Ölfiltergehäuse abdichten, rechte Ventildeckeldichtung, ja. Links würde ich noch lassen. Genau. Und dann nach richtig machen wir das Getriebe runter an den Simmering und eben komplette Lenkgetriebe neu. Ja. Dann hast du eigentlich wieder dicht. Ja, hundertprozentig dicht, okay. Man muss alles auseinandernehmen. Da bin ich hier gewohnt. Lenkgetriebe, dann Ventildeckeldichtung und so, das ist alles kein Thema. Ich werde den Motor sowieso irgendwann auseinanderbauen und dann mal zusammen neu aufbauen. Mit dem kommt noch ein Projekt so nebenbei. Und das wird geil. Ach, warum? Abe, hast du lange gesucht, solche Akkus zu haben? Ja. Alle kaputt hier, ja. 8 Zylinder in 124 reinpasst. Das ist eine Kleinigkeit. Ja. Nein, also ich werde den Motor komplett wieso auseinanderbauen und dann, wie gesagt, da werden wir was machen. Ja, nicht nur das, da wird nur noch was eingebaut, so nebenbei. Was denn? Ja, sag ich noch nicht. So, das war's. Wir wollten heute auf jeden Fall ein bisschen Vlog-Style machen und nicht das Gewohnte, wie immer das Gleiche. Ich hoffe, es hat euch dieser Vlog gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Haut rein, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Uzi am Start. Okay. Aha. Yunus, du kannst nicht. Gib mir den 500er, ich baue's in 124. Für mich kein Ding wie im Livestream Chai trinken. Du willst es auch? Junge, geh mal Chai trinken. Du wirst es nicht glauben, aber ich hab den schwarzen Gürtel beim Schrauben. Ich scheiß auf deine YouTube-Idole wie Tauben. Für Klicks seid ihr gegenseitig am Saugen. Für einen kleinen Seitenhieb seid ihr alle am Schaukeln. Kickdown, Überholspur, Überholtour. Wenn ich will, sagt ihr einfach nur überholt nur. Bei euch ist noch der Boss dran, du kannst es nicht, lass mal den Boss dran. Seit ich da bin, wie jeder Einstein und losfahren. Leute, immer wie Klicks, wie die Skyline. Sind Ideenlosen, sitzen auf einer brennenden Pipeline. Kfz, Fuzis, Videos raus, es ist Primetime. Oh, es ist kalt geworden, tu mal bitte Chai rein. Yunus, du kannst nicht, gib mir den 500er, ich baue's in 124. Für mich kein Ding wie im Livestream Chai trinken. Du willst es auch? Junge, geh mal Chai trinken. Yunus, du kannst nicht, gib mir den 500er, ich baue's in 124. Für mich kein Ding wie im Livestream Chai trinken. Du willst es auch? Junge, geh mal Chai trinken.